So. Der Zwerg, der auf einer Bestie reitet, er soll. So schon. Siehst du, Jungchen? Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Da kannst du eine Karagor reiten. So, ich kann schießen. Die Welt war jung, die Berge grün, kein Fleck war auf dem Boden. Worte meißelt in den Stein, als du in der Wacht und ging allein. Nannte fleißig Berg und Tal, aus Quellen trank zum ersten Mal. Beugte sich über den Spiegel sehen, seine Sternenkrone. Über den falschen Zeitraum. Sehr schön. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Okay. Ja, gehen dir die Lektionen aus? Gehen dir deine Widerworte aus. Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Grau begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Endlich! Es wurde auch Zeit, hat jemand diesen Berg erwischt. Da drüben hat sich gefreut. Ja, es ist sehr schön, also. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion.
Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Das ist der Reiz der Jagd. Damit du es weißt, ich hatte ihn. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Grauk zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torven. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Grauk zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht wird er dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Okay. Dieser Zwerg ist weit weg. Aha. Okay, machen wir das mal so. Von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Okay. Ja, machen wir das. Der Anführer sagt, es ist Zeit für eine Jagd. Hoffentlich auf der Waldung. So, das sind wichtige Punkte für uns. Sehr schön. Ich
Mission? Dieser Torwind scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Nanichir, Gelaer Mordor. So schön. Machen wir jetzt die Herausforderung noch? Ist das schön? Ein Duell. Wie ist es zu wissen, dass du gleich sterben wirst? Genug der Zeremonie. Komm her und stirb! Hey, ihr zwei! Du bist nicht Teil des Plans, oder? Ach, vergiss es! Oh, keine Chance. Du hattest nie eine Chance, du dummer Tag. Gut, das geht an Froschblut, dieses Duell. No! Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen. Sascha? So. Na gut, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch dran. Ciao.